Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute eine Botschaft vom Universum an dich machen. Dazu werde ich die aktuellen Kollektivenergien abfragen, sowie auch, was dir das Universum rät, was du vielleicht auch nicht tun solltest in deiner jetzigen Situation und wie gesagt auch einen Ratschlag. Bevor wir das Orakel beginnen, für die Damen da draußen, ich habe auf meinem Mindset-Art-Kanal, YouTube-Kanal, kürzlich eine geführte Meditation hochgeladen, aktiviere die Göttin in dir. Diese soll dabei helfen, mehr in die weibliche Energie zu kommen, in die Selbstliebe, sodass du ein Magnet für Seelenpartner, Liebe, Glück und Fülle wirst. Den Link findest du unter diesem Video und ich blende das Video am Ende hier nochmal ein. Okay, wir schauen jetzt aktuell nach den Energien. Dazu nehme ich das Weisheitsorakel, der magische Kartenwandler. Und wir nehmen die Lenormand-Karten. Wie sind gerade die aktuellen Energien? Ups, Hilfe! Kleinen Moment. Wir haben das Labyrinth, die Eulen und noch eine Karte bitte. Ups. Und der Ring. Ja, also, was ich hier tatsächlich wahrnehme mit den aktuellen Energien. Also, ich habe hier das Gefühl, dass man hier zurzeit auf etwas Verbindliches wartet. Das kann jede Situation betreffen, sei es die Liebe oder vielleicht ein Vertrag im Arbeitsleben, ja? Oder vielleicht man hat etwas gekauft und möchte dann noch zum Notar gehen beispielsweise. Und hier nehme ich tatsächlich auch eine Art Stillstand wahr. Hier sind mehrere Leute involviert in der jetzigen Situation. Wie gesagt, das kann jede Situation betreffen, mit der du jetzt in Resonanz gehst, wo Komplikationen angezeigt sind, die dir irgendwo auch wirklich so eine Art Stress in deinen Kopf bereiten, ja, viele Gedanken, viel Unruhe, sage ich jetzt mal, oder etwas ist passiert, was dir eine Art Aufregung gibt, vielleicht wartest du tatsächlich auf irgendetwas im Außen, was jetzt hier eintrifft, wo eben auch noch andere Menschen involviert sind, bei dem einen oder anderen kann es auch sein, dass hier sabotierende Personen im Außen sind, die das hier verzögern. Und doch möchte hier das Orakel dir sagen, das Weisheitsorakel, jetzt gerade auch mit dem magischen Kartenverwandler, dass du, wenn du das Gefühl hast, du steckst da so in dieser Misere drinne, du fühlst dich irgendwie hilflos, ja, dass du dir immer wieder bewusst machst oder in dieser Situation bewusst machst, dass du sicher bist, dass du im Vertrauen bleiben darfst, ja, und dass du wieder das Gefühl bekommst, die Zügel in die Hand zu nehmen, egal in welcher Situation du gerade drin steckst. Ich würde tatsächlich auch gerne nochmal den Kartenwandler vorlesen für dich. Das ist die 52. Kleinen Moment. Lass uns die nochmal gemeinsam durchlesen. Wenn diese Karte zu dir kommt, dann lautet ihre Botschaft an dich. Werde auf die Menschen aufmerksam, die in dein Leben treten, um dich auf deinen Entwicklungsweg voranzubringen. Vielleicht begegnest du einer verwandten Seele, deren Gegenwart dich dazu animiert, dein bestes Selbst zu sein, das dir möglich ist, oder einem Menschen, der dir aus einer schwierigen Lage heraushilft und dich an einen sicheren Ort geleitet und zum Erfolg führt. Achte heute auf die Menschen, die deinen Weg kreuzen und dich dazu veranlassen, über die Reise deines Lebens nachzudenken. Sei wach und bewusst und du wirst in ihnen die Mittler des Wandels erkennen, die sie sind. Deine ganze Wahrnehmung dessen, was du bist und warum du hier bist, wird sich verändern. Der magische Kartenverwandler enthüllt dir immer ein besseres Bild deiner selbst. Ja, wunderschön die Karte, ja. Das heißt, egal wie aussichtslos oder wie viel Aufregung du auch zurzeit in deinem Kopf hast, ja, sei es in der Liebe, im Berufsleben, Finanzen oder egal welche Situation, hol quasi deine Zügel wieder zurück in die Hand und das Orakel möchte dich auch wissen lassen, sei jetzt achtsam im
für Menschen im Außen, sage ich jetzt mal, wo du das Gefühl hast, die können dir irgendwelche Schlüsselwörter sagen, die dich auf den richtigen Weg bringen. Ja, da kannst du auch das Universum fragen, bitte schick mir einen Menschen oder schick mir ein Zeichen, der mir jetzt hier einen Tipp gibt, sodass ich weiß, wie es jetzt weitergeht. Ja, sodass du wirklich auch rauskommst aus dieser zu vielen Unruhe in dir, denn dadurch stoppen wir die Verbindung zum Herzen und verlieren so ein Stück weit auch die innere Weisheit, also so, dass wir diese Impulse dann auch wahrnehmen. Genau. Und sollten da eben Menschen sein in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, die blockieren dich jetzt, die halten dich irgendwo auf, vielleicht wollen sie dich auch kritisieren oder demotivieren, dann versuche, wenn du das Gefühl hast, okay, da blockiert dich jemand, dann versuche das nicht mehr mit diesen Menschen zu bereden, dann behalte das für dich und such dir lieber Menschen, wo du das Gefühl hast, die haben die gleichen Intentionen wie du oder die wollen dich weiterbringen in irgendeiner Situation. Aber hier auch ganz klar, nämlich war, bleib im Vertrauen, ja, versuche wirklich, wirklich darauf zu vertrauen, dass es immer zu deinem Besten geschieht, egal wie sehr du jetzt hier auf etwas Verbindliches wartest. Vielleicht kann es sogar gut sein, ja. Manchmal entweder verzögert sich das oder es kommt dann etwas viel Besseres auf dich zu. Und dann verstehen wir dann zum Beispiel, dass es vielleicht auch ganz gut war, dass hier irgendein Vertrag oder eine Verbindlichkeit nicht zustande gekommen ist. Ne? Deshalb immer versuchen, im Vertrauen zu bleiben und sich auch von Menschen fernzuhalten, wo du das Gefühl hast, du wirst manipuliert, da wird ein falsches Spiel gespielt. Ja, genau, dass du da auch wachsam bist und dich an die Menschen hältst, wo du das Gefühl hast, die wollen dich wachsen sehen, egal in welcher Situation. Ich möchte jetzt mit dem Tarot mal schauen, was der Ratschlag vom Universum an dich ist, was da nochmal gesagt werden möchte. Beziehungsweise wir fragen jetzt erstmal, was du tun solltest und was du nicht tun solltest. Komm, Tarot, was die uns da sagen wollen, was solltest du tun? Wir haben die Welt. Wir haben die vier der Schwerter, die drei der Kelche und die zehn der Stäbe. Also hier scheint es mir so, bei dem einen oder anderen von euch, ja. Gerade jetzt hier in Verbindung mit irgendetwas Verbindlichem, worauf du wartest, was dir sehr viele Sorgen bereitet. Kann es natürlich sehr hilfreich sein, wenn du jetzt das Gefühl hast, du steckst dazu sehr tief drinne, du bist da in so einer Sackgasse gefangen, dass du unter Umständen dir jemanden an deine Seite holst, entweder einen Menschen, wo du das Gefühl hast, okay, der möchte mich wachsen sehen, der meint es wirklich, wirklich gut mit mir, möchte nicht mich irgendwie manipulieren, weil hier einfach auch die Heilungskarte vor allem auch mit den Zehn der Stäben gefallen ist. Und finde ich sehr interessant. Also das Tarot bzw. das Universum rät dir, wirklich sich nochmal diese Sache anzuschauen, was dir sehr viel Unruhe und Aufregung beschert, sage ich jetzt mal. Bist du da wirklich mit deinem Fokus da, wo du hin möchtest, oder ist das nur dein Ego oder dein Verstand, das diese Verbindlichkeit möchte? Oder tust du in Betracht ziehen, wirklich nochmal deine Perspektive komplett zu öffnen in alle Richtungen und dass du ganz neue Impulse bekommst. Vielleicht wartet etwas ganz anderes auf dich da draußen. Genau, hier ist einfach angezeigt, dass hier ein Neubeginn auch auf dich warten möchte. Dieser Neubeginn natürlich auch vonstatten gehen kann, wenn du dich dafür öffnest, ja, und wenn du das Gefühl hast, du hast hier noch so einen Felsbrocken, einen schweren Rucksack auf deinen Schultern, dann geht es erstmal darum, ein paar Dinge zu reflektieren, vielleicht steckst du auch in einem Job drin, der dir gar keinen Spaß macht, oder du hast das Gefühl, die ein oder andere Freundschaft ist nicht ganz so ehrlich, oder du wartest vielleicht auch schon seit einer sehr, sehr langen Zeit auf einen Herzensmensch, oder hast irgendwo eine so große Hoffnung reingesteckt, die sich aber nicht so erfüllt und es ist im Stillstand. Dann, das liegt natürlich immer an euch, ja. Genau.
aber dass du einfach schaust, alles, was dir wirklich so ein schweres Gepäck auf deinen Schultern beschert, was dir die Energie raubt, dass du diese Energie wieder zu dir zurückholst. Das heißt beispielsweise, wenn du zu sehr auf eine Verbindlichkeit wartest, dann steckst du gedanklich und energetisch sehr viel Energie da rein und dadurch schwächst du dich gleichzeitig auch. Aber dass du vielleicht dann versuchst, den Fokus auf dich zu richten, mit Kontakt mit deinem Herzen aufzunehmen und dich wirklich auch jetzt erstmal von negativen Energiebändern abwendest, ja, und diese auch wirklich wie ein Gepäck von dir abträgst mit den 10 der Stäben, was ja nicht bedeutet, dass wenn du hier auf irgendetwas hoffst oder wartest, dass das nicht sogar dann irgendwann eintreffen kann, ja. Wichtig ist, dass du jetzt erstmal für dich frei machst und deine Energie wieder zu dir zurückholst, sodass du dich aus irgendeiner Sackgasse hier befreist, ja, weil das Universum sagt einfach, geh in deine Heilung, schau, was spendet dir Energie? Kümmere dich um diese Lebensbereiche und geh deinen Weg weiter und sei im Vertrauen. Und sollte das hier zu dir gehören, egal was es ist, dann wird es auch wieder auf irgendeiner Kreuzung auf dein Leben kommen. Ja, wichtig ist, dass du jetzt wieder hier anfängst, für dich Spaß zu haben, rauszugehen, unter Menschen, dich nicht isolierst, wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, denn das kann hier auch eine tolle Möglichkeit sein, hier nette neue Menschen kennenzulernen, die dir einfach auch, sage ich jetzt mal, noch mehr Energie spenden, weil das vielleicht auch gesunde Menschen sind, neue Freundschaften vielleicht auch. Aber wichtig ist, dass du, wenn du das Gefühl hast, okay, du isolierst dich jetzt, das hat sich hier alles zu sehr runtergezogen, dass du mal schaust, dass du unter Menschen gehst, einfach wieder in die Leichtigkeit kommst und irgendeine Sache, sage ich jetzt mal, dich von irgendeiner Sache befreist und bereit bist, deinen Blickwinkel komplett 360 Grad mal zu richten und die Augen offen hältst, was das Leben dir noch bieten möchte. Weil wenn wir auf eine Sache komplett fokussiert sind und es uns frustriert irgendwo, dann sehen wir zum Beispiel gar nicht die 100.000 anderen Chancen, die auf uns aufgezeigt werden möchten, weil unser Blickwinkel, unser Filter, der dann von unserem Unterbewusstsein quasi vorgegeben ist, das gar nicht erkennen kann. Ja, deswegen, genau, das möchte das Universum dir sagen. Das könntest du jetzt hier mal schauen, dass du das hier reinbringst in dein Leben. Wir schauen mal, was du jetzt nicht tun solltest und was danach auch der Ratschlag an dich ist. Was solltest du nicht tun? So, wir haben hier, schauen wir mal, wir haben hier die 6 der Schwerter, das Rad des Schicksals, die Hohepriesterin, der Ritter der Kelche, ups, die 9 der Stäbe und die Königin der Münzen. So, was solltest du nicht tun? Also, das Orakel sagte eben auch hier nochmal, gerade mit den 6 der Schwertern, bleibe nicht im Stillstand, ja, auch gerade hier mit der Welt. Auch mit dem Rat des Schicksals sage ich jetzt mal, weil wenn du in dem Stillstand jetzt bleibst und irgendwo festhängst, was dir Energie raubt, weil es ist im Endeffekt egal, wo wir drinne stecken, sobald es uns Energie rauszieht und wir fühlen uns geschwächt und haben viel Kummer, ist es in dem derzeitigen Zeitpunkt, wo wir uns dann da aufhalten, erstmal nicht richtig. Es kann auch, wie gesagt, ne, oft diese eigenen Gedanken sein, die uns einen Strich durch die Rechnung machen, aber sehr oft eben auch im Außen, weil ich sehe hier einfach auch, es sind hier mehrere Menschen involviert und deshalb wirklich auch, das Orakel möchte dich wissen lassen, versuche gewisse Ängste abzulegen vor Veränderung und zieh den Mantel des Mutes an und sei auch bereit, ins andere, in ein neues Ufer zu gehen. Wenn du das Gefühl hast, da wo du jetzt drinne steckst, tut es dir nicht gut. Ja, deshalb, wie gesagt, versuche nicht im Stillstand zu sein und auch hier nehme das quasi den Ruf des Schicksals an. Und wenn wir uns irgendwo zu lange festhalten, wo wir so viel Kummer haben oder es entzieht uns Energie, dann wird uns auch früher oder später unser Körper ein Warnsignal schicken. Das heißt, wir bekommen dann irgendwie Schmerzen oder Depressionen oder ein Burnout oder Allergien, kann auch manchmal sein, ja. Da ist jeder Mensch, hat da so ein anderes Ventil. Und auch hier mit der Hohepriesterin, versuche mal,
nicht zu sehr im Verstand zu bleiben. Das Orakel möchte jetzt tatsächlich, dass du versuchst, in die Ruhe zu kommen und Kontakt mit dir aufzunehmen, mit deinem Herzen. Und das können wir natürlich am allerbesten, wenn wir uns ausgeglichen fühlen und nicht in der Frequenz der Angst sind, weil Angst durchtrennt den Zugang zu unserem Herzen und zur inneren Weisheit, ja. Deshalb versuche wirklich auch aus dem Kopf rauszugehen etwas und rein in dein Herz zu gehen, sodass du spürst auch, was für dich vor allem gut ist, ja. Unabhängig davon, worauf du hier wartest. Genau. Genau, da haben wir hier auch schon irgendjemanden. Das heißt, das Orakel möchte dich wissen lassen. Hier ist auch eine Person, worauf du wartest. Ja, es ist jetzt hier der Ritter der Kelche angezeigt. Vielleicht geht es bei dir um die Liebe, dass du vielleicht schon sehr lange darauf wartest, dass jemand zu dir kommt, Kontakt aufnimmt und dir etwas Verbindliches anbietet. Muss jetzt aber auch nicht die Liebe sein. Wie gesagt, es kann auch sein, dass du auf einen Vertrag wartest oder ne, auf eine Antwort wartest oder einen Käufer, dass er dir irgendwie einen Vertrag zuschickt. Aber hier geht es tatsächlich darum, nicht zu viel auf den anderen Menschen zu hoffen, sondern dich tatsächlich auch loszulösen und, wie ich schon mal gesagt habe, darauf zu vertrauen, dass alles so kommt, wie es zu deinem Besten ist und du tatsächlich jetzt erstmal für dich einen Entschluss fassen könntest, ja, für dich auch andere Wege zu betrachten, die dir gut tun könnten. Genau. Und hier auch mit den Neun der Stäben, solltest du nicht zu viel in deiner Vergangenheit dich aufhalten, gedanklich oder gefühlsmäßig. Das manchmal Schwierige ist dabei, umso schlimmere vergangene Erfahrungen wir gemacht haben und umso emotionaler es war, umso mehr hat dein Körper, dein Unterbewusstsein dieses Gedächtnis der Erinnerung. Ja? Und wir können das, wenn wir mit ein bisschen Willenskraft und da dran gehen, können wir quasi uns darauf trainieren, nicht ständig uns im Schmerz aufzuhalten, ja, weil ich sag mal, mit jeder Erinnerung und mit jedem Gedanken, wo du dich an einem Schmerzen aufhältst, verstärkt man dieses Gefühl und dadurch schwächst du auch dein eigenes Energiefeld. Versuche eher die guten Sachen daraus zu holen, denn jede schlechte Situation hat auch eine gute Seite, wie die Münze zwei Seiten hat. Und versuche tatsächlich deinen Fokus auf etwas zu richten, für was irgendeine Verletzung, eine schlechte Erfahrung auch etwas Gutes hatte. Das kann helfen, auch den Fokus, den Blickwinkel etwas zu ändern, somit es dir eben auch innerlich besser geht. Ja, genau. Und versuche wirklich dich auf die Dinge zu fokussieren, die du dir wünschst. Also, was wünschst du dir beispielsweise? Du möchtest glücklich sein, du möchtest frei sein, zum Beispiel finanziell frei. Möchtest eine erfüllte Liebe. Und sobald du dich auf diese Eigenschaften fokussierst, wirst du selber zu dieser Eigenschaft. Ja, das heißt, wenn du dich da richtig reinfühlst, dann kommst du in diese Eigenschaft und du kommst in dieses Energiefeld der Frequenz. Dadurch tust du eben auch deine ganze Energie auf dich richten und wirst dann auch zu einem Magneten, genau für die Dinge, die du dir wünschst. Und deshalb darfst du auch im Vertrauen bleiben. Wenn du deinen Weg weitergehst, wird auch genau das zu dir kommen, die mit deinem Energiefeld matcht, ja, genau. Und hier eben auch noch mal mit der Königin der Münzen ist hier auch noch mal angezeigt. Mach dir bitte keine Vorwürfe, tu keine sabotierenden Gespräche mit dir selber führen. Unsere Selbstgespräche können manchmal ganz schön gemein sein und niemals würden wir mit unserer besten Freundin oder unserem besten Freund so reden. Denn alles, was du mit dir schlecht besprichst, das zieht dich runter, das gibt dir weniger Selbstwert, das Gefühl von Selbstwert oder weniger Selbstliebe. Und vor allem Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, du schaust dich im Spiegel an, du magst gewisse Körperteile zum Beispiel nicht und dann bist du auf das Negative fokussiert und dann gehst du auch automatisch durchs Leben, vielleicht mit einer gebückten Haltung, weil du dich vielleicht für die oder die Körperstelle schämst oder die nicht an dir magst. Würdest du dich jetzt aber auf die Dinge fokussieren, die du an dir magst, dann wirst du automatisch, weil dein Fokus eben darauf liegt, viel gerader durchs Leben gehen, viel besser gelaunt und du würdest dich viel mehr akzeptieren. Das war jetzt ein Beispiel. Deshalb auch achte wirklich darauf, dass
dass du mit dir gut redest, dir keine Vorwürfe machst. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du hast in irgendeiner Situation nicht richtig gehandelt oder du hast vielleicht auch zu viel über dich ergehen lassen, dass du da wirklich auch wohlwollend mit dir umgehst, die Lernaufgaben daraus ziehst und dadurch einfach auch weiser wirst, weil sonst könnten wir auch gar nicht wachsen. Die schwierigsten Situationen sind unser größtes Wachstumspotenzial. Und da darfst du auch wirklich stolz auf dich sein und erkenne wirklich auch, dass du einzigartig bist und dass du ein Geschenk bist und unersetzbar bist. Ja, erkenne wirklich auch deine guten Qualitäten und baue diese aus. Und dadurch wirst du von innen heraus auch nochmal dich viel besser fühlen, viel mehr in dein Vertrauen kommen. Ja, und das wirst du natürlich auch ins Außen ausstrahlen. So, dann schauen wir mal, was noch der Ratschlag vom Universum an dich ist. So, hier sind gefallen. Also die 2 der Kelche, die 3 der Münzen, die 6 der Münzen und das Ass der Münzen. Oh mein Gott, das sind 100.000 gute Sachen hier. So, der Ratschlag an das Universum, an dich ist, schau mal, wir haben hier nicht mal eine schlechte Karte, ne? Wobei jede Karte hat ja was Gutes und was Schlechtes. Also der Ratschlag für dich ist jetzt hier. Ich komme jetzt erstmal hier drauf. Die 3 der Münzen sagt mir aus, such dir Menschen, wo du das Gefühl hast, die bereichern dich, denen kannst du vertrauen, mit denen kannst du etwas Schönes aufbauen, sei es eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung oder gute Arbeitskollegen, ja, und entferne dich von Menschen, wo du denkst oder das Gefühl hast, die sind manipulativ oder die wollen dich eher klein halten, denn deine Veränderung, und das ist gar nicht mal böse gemeint, aber wenn du jetzt beispielsweise seit Jahrzehnten oder seit einer Ewigkeit in einem gleichen Umfeld drinne steckst und du würdest jetzt anfangen, einen neuen Weg einzuschlagen oder auszubrechen, dann würden sehr wahrscheinlich viele Menschen anfangen, dich zu kritisieren oder was ist denn das für ein Quatsch oder ne, versuchen, dich klein zu halten, unterbewusst passiert das oft, weil diese Menschen dann natürlich auch gleichzeitig den Spiegel aufgezeigt bekommen, dass sie im Stillstand sind. Und aber wenn du das weißt, dann nimmst du das auch nicht persönlich, lass dich davon nicht runterziehen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, keiner kann dir deinen Weg vorhersagen, weil dein Herz weiß, was das Richtige ist. Und hier möchte das Orakel einfach sagen, such dir Menschen, Gleichgesinnte, vielleicht sogar Menschen, wo du hin möchtest. Du hast beispielsweise einen bestimmten Wunsch. Dann versuche dich an Orten aufzuhalten, wo du schon genau diese Menschen antriffst, die deinen Wunsch schon realisiert haben. Somit nimmst du auch die Energien auf, denn wir sind immer die Summe unserer 5 Mitmenschen, das vermischt sich und diese können dir natürlich dann auch diese guten Hinweise geben, was ja auch das Weisheitsorakel sagt, ja, dann kannst du gute Punkte aufnehmen oder, ja genau, einfach, wo du denkst, ah, das war jetzt hier ein wichtiger Hinweis, ah, das gibt mir jetzt nochmal einen Blickwinkel, den ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Und achte vor allem auch darauf, dass hier alles in der Balance ist. Ja, das heißt, vielleicht warst du jemand, der sehr viel gegeben hat, aber kaum was zurückbekommen hat. Und das hat auch was mit dem Thema Selbstwert zu tun. Suche dir Menschen auch oder hol dir Menschen in dein Leben, wo das Geben und Nehmen im Einklang ist. Natürlich gibt es mal Zeiten, wo der eine mehr gibt, der andere mehr nimmt. Ne? Und, aber dann ist es irgendwann auch umgedreht irgendwann. Also es sollte im Groben und Ganzen immer in der Balance bleiben. Und auch hier mit den 2 der Kelchen. Such dir, ob es die Liebe ist oder Freundschaften. Such dir Verbindungen, die authentisch sind. Und das kannst du am allerbesten in dein Leben ziehen, wenn du dir selber gegenüber authentisch bist. Ja, also das heißt auch wirklich deinen Herzensweg gehst und auch keine Angst hast, anderen Menschen zum Beispiel deine verletzbare Seite zu zeigen oder auch offen und ehrlich in der Ich-Botschaft deine Meinung sagst. Einfach, dass du dir gegenüber authentisch bist, dich nicht verstellst. Und Gleiches zieht Gleiches an, dann würdest du auch authentische Menschen in dein Leben ziehen, beziehungsweise ihr würdet euch, ihr würdet in Resonanz gehen, sage ich jetzt mal, ja. Und das kann die Liebe sein, such dir einen loyalen Partner beispielsweise, der auch dir gegenüber dann authentisch ist, der verbindlich ist oder Freundschaften einfach, ja. Genau, oder wenn du jetzt beispielsweise ein Projekt in der Arbeit machst und du kannst dir aussuchen, mit wem, sage ich jetzt mal, dann such dir einen Kollegen, wo du das Gefühl hast, okay, ihr habt so dieses gleiche Mindset, wie man sowas machen soll. Genau. Und ja, der Ratschlag noch vom Universum an dich ist, also hier sehe ich auch,
Ich komme jetzt erstmal nur zu dir, aber hier sind einfach auch Dinge angezeigt, die jetzt hier auch ja auf dich warten, Geschenke auf dich warten, ja. Das heißt, vielleicht ist es wirklich zurzeit so, dass du, wenn du so versteift auf irgendeine Sache bist, die dir Energie zieht, dass du eben noch nicht dieses Angebot sehen kannst oder gar nicht sehen würdest, wenn es jetzt in naher Zukunft in dein Haus geflattert kommt, ne? Weil hier sind eben auch Begegnungen angezeigt. Also ich sehe hier einfach, wenn du dich öffnest, ja, und wirklich wieder, sag ich mal, für dich eine Wahl triffst, nach vorne zu gehen, in dem Vertrauen, dass wenn das hier zu dir gehört, egal welcher Bereich das ist, wenn es zusammengehört, auf deinen Weg, auf deine Weggabelung wiederkommt, dann machst du dich frei, A, von dem ganzen schweren Gepäck, weil du im Vertrauen bist, du lässt erstmal los, von der ganzen Erwartung gehst weiter und öffnest dich für alle neuen Möglichkeiten. Und ich sehe hier einfach Menschen auf deinen Weg kommen, ja, oder auch Situationen, die dir hier eine komplette Wunscherfüllung auch bieten, ne? Auch hier die Frau der Neun der Kelche. Guck mal, was dir hier für Freudensprünge macht. Die hat dann das Gefühl, boah, ich bin durch so schwere Zeiten gegangen und ja, aber vielleicht wäre ich jetzt gar nicht der Mensch, der ich heute wäre, wenn ich nicht durch diese schweren Zeiten gegangen bin, und ich werde jetzt hier vom Universum dafür reichlich belohnt, weil ich doch den Mut hatte, ins Vertrauen zu kommen, authentisch zu mir selber zu sein und von allen Erwartungen erstmal losgelassen habe und meinen Weg weitergegangen bin. Ja, so nach dem Motto. Und dann bist du natürlich auch in dieser tollen Frequenz und dann sind hier natürlich auch diese Wunscherfüllungen angezeigt, diese Fülle auch, das Glück, ja, auch hier dieses Angebot, was hier reinkommen möchte. Hier möchte etwas in dein Leben kommen vom Universum. Auch wunderschöne neue Bekanntschaften, Freundschaften, vielleicht auch ein neuer Liebespartner, ja, oder aber eben, falls hier, dass sich hier auch Menschen auf einmal ändern und sich deinem Energiefeld anpassen und auf einmal, ja, wirklich auch deine Nähe wieder suchen oder diese, das egal, worauf du wartest. Ne? Das kann hier auch sehr, sehr gut sein. Ja, dann möchte ich noch zum Abschluss ein Mondorakel für dich ziehen, bevor wir das Orakel vom Universum beenden. Wie gesagt, ich blende jetzt gleich nochmal die Meditation ein für die Damen da draußen. So, Communication is the key, ist hier gefallen. Das ist der Neumond im Zwilling. Genau, also Communication is the key. Das heißt, ich nehme das jetzt hier in dem Orakel vor allem deshalb so auf, dass gerade zu der Authentizität zu dir selbst, dass du auch offen und ehrlich quasi kommunizieren kannst, was du dir wünschst, ja, und wenn auch jetzt hier zum Beispiel Menschen auf deinen Weg kommen, aber auch hier so manipulative Menschen, ja, was ich hier derzeit wahrnehme, dass du ja ganz offen und ehrlich in Ich-Botschaften auch kommunizieren kannst, was du darüber denkst und eben auch dich nicht verstellst, sondern wirklich sehr authentisch Gespräche führst, ohne andere Menschen zu verletzen. Aber auch hier nämlich auch auf der anderen Seite war, weil das Orakel ja auch gesagt hat, versuche wieder rauszugehen unter Menschen. Und wenn du das Gefühl hast, oh, der oder dies, die ist ja nett, die würde ich gerne kennenlernen, dass du vielleicht sogar dann auch mal anklopfst hier und ein Gespräch anfängst zu suchen. Genau. Weil heutzutage, ne, durch diese ganzen Apps oder was weiß ich, ist es ja sowieso ein bisschen schwerer geworden, dass man sich traut, andere Menschen anzusprechen. Also ich habe das Gefühl, das macht kaum noch heute einer. Genau. Okay. Ja, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz mit dieser Legung gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.